Hier sehen Sie unseren Frequenzzähler. Einfach die Antenne draufschrauben und schon geht's los. Einschalten funktioniert mit einem simplen Tastendruck. Genau diese Taste aktiviert auch das Hintergrundlicht oder deaktiviert es. Über das Menü können Sie zum Beispiel das Gate einstellen. Oder Sie wählen im Untermenü User den Punkt Hold aus und stellen so ein, ob die Frequenzen, die gefunden wurden, automatisch im Display gehalten werden sollen oder nicht. Nähern wir uns dem Gerät mit einem Minisender, wird nicht nur die Frequenz angezeigt, sondern auch die Signalstärke. Sie können so herausfinden, ob es sich bei einem Minisender um eine Wanze handelt oder doch nur um ein harmloses Gerät. Mit einem Druck auf Hold speichern Sie die angezeigte Frequenz. Ein weiterer Druck auf Hold und das Display ist wieder frei für neue Frequenzen. Drücken Sie Hold und dann im Menü wird eine Frequenz gespeichert. Diese können Sie über Menü, User und View wieder anzeigen lassen. Sie können diesen Frequenzzähler bei www.alarm.de im Shop erwerben.